Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Wo wir jetzt blitzschnell zurückkehren nach... Wo ist denn der Teleport-Dreckstein? Ah, da. Auf nach Prager. Wir haben beim letzten Mal endlich einen Feuerballzauber entdeckt. Das bedeutet, wenn wir hier wirklich einen Amboss finden, was wir tun, schmieden wir uns das mächtige Schwert aus reinem Erz. Das Runenschwert. Das macht auch ganz schön Schaden, du. Und gibt uns noch ein bisschen Schutz mit dazu. Batz. Haben wir hier auch irgendwo einen Schleifstein? Das wäre doch was. Hey, gib das her. Mach das mal weg. Oh! Das Schwert ist schick. Das Schwert ist sehr schick sogar, du. Nichtsdestotrotz würde ich es gerne schleifen, bevor wir hier loslegen. Wisst ihr was? Wir machen hier Nägel mit Köppen. Wo ist denn schnellstmöglich ein Schmied in der Nähe? Fragen wir mal so. Oder ein Schleifstein zumindest. Boah, jetzt nach Nordmar reisen, da kriege ich bestimmt einen Herzinfarkt oder so von der Hitze in die Kälte. Ja, wo finde ich denn einen Schleifstein, hör mal? Hier auf jeden Fall. Und das ist auch relativ in der Nähe, also zicke-zacke. Weil dieses schöne Schwert muss natürlich auch geschliffen werden, ne? Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Ich darf doch mal euren Schleifstein benutzen, oder? Also, wir nicht schon genug. Habt ihr überhaupt einen, wenn ich das mal fragen darf? Da habe ich mich glatt verschätzt, was? Wo kriege ich denn einen Schleifstein her? Es ist kacke, dass ich mir sowas immer nicht merken kann. Hier gibt's einen. Da weiß ich auch genau wo. Ich dachte, in Trilis gibt's auch einen. Naja, man kann ja nicht immer alles haben. Schleifstein. Schleifstein. Ich komme, Schleifstein. Ich komme. Schleifstein. 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 Los geht's. Mach mir mein Schwert schön scharf. Zack. So, und jetzt beginnt die Mission Prager befreien. Das wird ein Spaß. Vor allem mit meinem hübschen neuen Schwert hier. Da-da-dam-dam, dam-dam-dam, dam-dam, dam-dam, da-da-da-da-dam, dam, dam-da-ba-dam, dam-dam, da-da-dam-dam. Ach, da sind ja auch die Nomaden schon, sehr schön. So, Diego, kommst du mit? Das wird ein Heimspiel, sage ich dir. Das wird ein Heimspiel. Komm mit. Auf geht's! Mit so vielen Leuten im Rücken hat das kleine Dorf keine Chance. Wie sieht's aus? Seid ihr bereit für den Angriff? Es ist Zeit. Treiben wir die Assassinen aus der Stadt. Dann wollen wir mal. Hau bloß ab! Ich mach dich fertig. Vorwärts! Ah. Jetzt bist du da. Angriff! Komm schon. So, das mit der Kopfgeldjagd hat sich ja dann wohl erledigt, was? Los! Na, Falem! Na, Falem kaputt! Wer will noch? To fail. Oh, der ist eine ganz schöne Nuss. Hilfe! Ich bin beinahe gestärbtet. Die Schlacht ist verloren. Oh.
Da 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 da. Wunderbar, wunderbar. Das haben wir hervorragend geregelt. Steh dich im Weg, ja? Ich muss hier den Assassinen plündern. Genau genommen muss ich hier alle plündern. Was stimmt nicht mit euch? Seid ihr blöd? Dam da da dam 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 da 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 dam da da dam dam da da dam dam da 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 dam dam da da dam 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 da dam da 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 dam da da dam dam dam. Prager ist befreit, Prager ist befreit, dam dam. Prager ist befreit, Prager ist befreit. Die haben ganz schön Spaß da hinten mit ihren Waffen. Zu blöd, die wegzustecken, haben sie vergessen, wie es geht. Ich nehme natürlich gerne alles mit hier. Du bist ein bisschen spät dran, ne? Hast du gemerkt? Ah, hier liegen noch Pfeile. Hey! Die Sklaven haben es alle nicht überlebt. Oh, hallo Kämpfer. Nichts zu holen. Ach, die Truhe habe ich schon geplündert. Oh, Eila ist auch ein bisschen tot. Assassinenschwert. Na, Falem. Jetzt gucken wir doch mal, was der noch in seiner Hütte hat. Unter anderem ein Dietrich, das ist doch was. Hier steht nichts Neues. Das hatten wir schon gelesen, ne? Dann gehen wir jetzt nach oben, da durften wir nicht hin. So. Eine große Truhe. Oh, hier sind auch ein paar schöne Sachen drin, die man gebrauchen kann. Und ein Bett, ein schönes Bett, in das lege ich mich erstmal rein und schlafe bis zum nächsten Morgen. Nach so einer Aktion muss man sich erstmal ordentlich ausschlafen. Nee, das kennt er doch sicherlich auch. Da ist noch eine Truhe. Aus Metall. Eine Metalltruhe ist das. Hör mal. Blitzschlag, sehr schön. Wisst ihr, was richtig geil wäre, wenn wir es schaffen würden, noch so ein Ruhmschwert zu schmieden? Und dann zweihändiger Kampf, das sieht doch bestimmt episch aus. Mit dieser coolen, dunklen Klinge aus Erz. Rar. Dam da da dam dam da da dam dam da da dam da da dam dam da dam dam. Ach, inzwischen haben die Nomaden sich... Was ist das? Ach, Licht. Inzwischen haben die Nomaden sich ein bisschen dran gewöhnt, dass hier Ruhe ist. Und die nicht mehr mit gezückten Waffen hier rumstehen brauchen. Dam da da dam 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 dam. Was machst denn du da drin? Die Metalltruhe hier habe ich schon auseinandergenommen. Überall Nomaden. Hier liegt sogar ein toter Nomade, Mensch. Wir haben gesiegt! Und jetzt? Das war's, oder wie? Lass mich in Ruhe. Na gut, müsst ihr selber wissen. Diego, ich glaube, wir sind hier fertig. Ich hatte mir das ein bisschen heldenhafter vorgestellt. Ich dachte, ich krieg hier noch eine Ansprache von wegen Freund der Assassin. Aber naja, gut, dann gehen wir jetzt hier lang in Richtung Bennerei. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich meine mich nämlich erinnern zu können, dass hier auch irgendwo eine coole Höhle war. Na, erstmal sind da noch ein paar Schakale. Schakale und Aale. Ich glaube, den schlechten Witz habe ich schon mal gebracht, ne? Da, gut gemacht! Elendes Drecksvieh! Zack, zack. Richtig so, Diego. Gib's dem. Diego, komm, wir hauen dem blöden Schakal eine vor das Brett. Aber echt, hey. Da, da, da. Oh, da ist eine Kaktusblüte, hä? Boah, und hier sind ganz, ganz, ganz viele Warane, du. Das sind sogar Feuerwarane. Betz. Angriff!
Lassen Sie das. Au. Zack. Jetzt ist aber mal Ruhe. Rumgenerve hier. Noch mehr Kaktusblüten. Und noch mehr Kaktusblüten. Hier gibt's aber viele davon, hör mal. Oh, was hält denn da oben schon wieder nicht die Schnauze, hä? Dieses und so. Oh, hallo. Schönen guten Tag, mein Name ist Peter. Ich weiß nicht, ob Sie mich kennen. Aber ich bin hier der sich um die Biester kümmert, wenn sie nerven. Gut gemacht! So. Was stimmt nicht mit dem Vieh? Du willst unbedingt sterben, kann es sein? Los, Diego, kill ihn! Noch ein Pfeil an Hasten! Noch ein, komm! Ist das dein Ernst? Geht doch, du bist ein schlechter Schütze. Früher warst du mal besser. Ich hasse die Viecher. Hast du die Biester mit einem Pfeil erwischt? Bist wohl auch ein bisschen alt geworden, was? Na, man kann's dir ja nicht verübeln, ne? Du bist halt nicht mehr der Jüngste, ne? Und ich glaube, hier ist die coole Höhle, ne? Ja, cool, 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 cool. Da gehen wir doch mal rein. Bisschen aufpassen hier. Ah, Oger! Weg! Husch! Oh, Jemine. Diego, halte durch. Ich muss noch den Klops hier killen. Dann ist Ruhe. Klops 1 ist kaputt. Zack. So, was machst du? Hör auf, die Leiche zu rammeln. Meins? Meins. Steinwurz. Hier sind noch Haufen komische, seltsame Pilze, ne? Hier oben ist ansonsten nichts weiter. Wow. Was bist du für eine Truhe? Was bist du für eine Truhe? Was bist du? Was bist du? Was bist du? Ich brauche den richtigen Schlüssel. Eine geflickte Truhe. Das ist jetzt schon die dritte Truhe, die wir finden, die wir nicht öffnen können, weil wir einen Schlüssel brauchen. Aber ich weiß inzwischen auch, was es mit diesen Truhen auf sich hat, ne? Gut zu wissen, da weiß ich jetzt, wo die anderen drei sind. Weil es gibt noch eine Truhe. Und die müssen wir nämlich finden. Die weiß ich, glaube ich, wo es ist. Ich muss halt nur dran denken, dass eine der Truhen hier war, ne? Aber das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Diego, kommst du? Wir wollen nach Benerai. Hast du das schon vergessen? Was ist das für ein blödes Geräusch, hör mal. Varanika. Spargelvaran. Boah. Na. Ich hasse. Platz. Au. Gut, ich hasse die Viecher. Na, was ist mit euch? Wollt ihr wieder nicht mitkommen? Das war's für dich, Mistvieh. Mein Pfeil. Du hast ihn verschossen. Du brauchst ihn also nicht mehr, ne, Diego? So. Oh, dieses dämliche Geräusch. Tötet das Vieh, bevor es Eier legt. Die Spezies gehört ausgerottet. Ist ja nervend. Dass man hier so alles finden kann. Da hinten ist auch, glaube ich, schon Benerai. Das ist fein. Ich wollte vorher mal gucken, was hier unten noch so ist. Hallo Löwen, ich bin der Peter. Mögt ihr mich? Boah, ihr seid aber ganz schön viel. Zwei Löwenmänner in einer Gruppe, da kann doch was nicht stimmen. Jetzt lasst es halt gut sein. Da fällt mir ein, ich hätte unheimlich gerne einen Löwen. Da!
Ah, das kann ich anscheinend knicken. Da! 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 Hilfe! Oh. Da! Okay, jetzt kann ich's probieren. Oh, der ist aber schnell unterwegs. Ich will dich haben! Löwe unter Kontrolle, sehr schön. So, und jetzt zurück zu Diego. Der hat noch Spaß inzwischen, denke ich. Hä? Was hast du mit deinem Löwen gemacht? Hast du den einfach gehen lassen, oder was? Eine Löwin, zack. Gut gemacht! Das war's für dich, Mistvieh. So. Rohes Fleisch, Wer will ein Löwenfleisch essen? So, mein Junge, jetzt müssen wir dich erstmal ein bisschen heilen, ne? Das war jetzt doch recht kurzfristig, dass ich mir überlegt habe, doch einen Wolf halten zu wollen. Aber ich habe doch bestimmt noch irgendwo Fernheilung hier. Da zum Beispiel. Pass mal auf, mein Kleiner, jetzt kriegst du hier mal voll die Fernheilung ran. So, komm, Simba, wir gehen. Oder wollen wir noch da unten hin? Naja, wir gehen mal gucken, was hier noch so ist, ne? Oh, ein Pfeil. Aber so eine kleine Oase, die bietet doch bestimmt auch ein paar Biester. Peter hat einen Löwen... 10 Erfahrung. Schon wieder? Ständig kriege ich 10 Erfahrungspunkte. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich plötzlich 10 Erfahrungspunkte in der Hand halte. Ich weiß nicht, woher das kommt. Oh, das ist aber schön hier. Eine schöne kleine Oase. Da sind auch schon wieder ein paar Löwen unterwegs. Kann ich da nicht irgendwas machen, dass die so richtig kaboom und so? Erstmal ein bisschen Wein saufen hier. Ich brauche Mana. So, was nehme ich denn da am besten? Davon habe ich 2. Bams! Oh, was ist denn hier los? Da! 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 Hilfe! Hier ist riesige Klopperei. Da! 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 Gut gemacht! Elendes Drecksvieh! So. Also das war spannend, muss man sagen. Geht's dir gut? Mensch, Simba, wo sind wir hier noch reingeraten? Das waren viele Biester. Nee, du. Also sowas will man auch nicht alle Tage erleben. Ah. Hey, gehst du weg? Hey, gehst du weg? Und ich meine, im Wasser habe ich auch noch Viecher gesehen. Ich weiß aber nicht, ob das Warane waren. Oder etwas noch Schlimmeres. Elendes Drecksvieh. Richtig so. Gib's ihm, Diego, gib's ihm. Wir können ja mal gucken. Eine Eidechse im Wasser. Da ist noch was anderes. Da, ich seh's. Ich seh's! Das war's für dich, Mistvieh. So, blödes Krokodil. Zurück in den Nil, du Krokodil. Ich verlang doch wirklich nicht viel, Mistvieh. Ah, Mist, das hat sich nicht gereimt. Kacke. Wieso dachte ich, das reimt sich? Ah! Helft mir, ich bin bescheuert. Wo hast du Diego gelassen, da hinten? Mensch, du bist ganz schön groß, Simba, hör mal.
Da hinten waren auch noch ein paar Pflanzen, die ich mitnehmen will. Hier ist was los. Bis wir mal bei Bennerei sind, da ist schon wieder Frühling in Venedig, sag ich mal, ne? Wie geht's dir eigentlich damit, Simba, dein eigenes Volk auszurotten? Ich meine, ich mach das zwar auch ständig hier Menschen killen, ne, aber... Naja, komm, wir gehen. Gucken wir mal, dass wir ein bisschen zurück auf den Weg kommen. Und dann ab nach Bennerei, würde ich mal sagen, ne? Würde ich mal behaupten, dass das ein ganz guter Plan wäre. Los, Diego, los, Simba. Das machen wir. Wir haben den Pfad der Rechtschaffenden verlassen, aber jetzt werden wir auch wieder zurückfinden, ne? Das ist ganz klar. Wäre ja sonst auch ein bisschen blöde. Na, wen haben wir denn da? Ein paar freundliche Schakale. Da! Los, Simba! Da! 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 Das war's für dich, Mistvieh! Los, Simba! Simba, was tust du denn? Du musst auch mal angreifen, sonst wird das nichts. Das ist mal wieder typisch Katze, ne? Nee, ich hab jetzt keine Lust. Katzen sind voll die Charaktertiere, Alter. Ich hab auch Charakter, aber einen ganz miesen, ey. Schakal. Noch einer. Zack. Ah. Drei Pfeile, drei Treffer. Richtig so, Simba. Ich hasse die Fische. Oh. So. Läuft doch ganz prascht. Oh, ganz prächtig läuft das hier. Ist schon wieder so ein Vieh, ey. Was? Was war das? Das war der und das hat sich so angehört, als käme das von hinten. So, Leute. An dieser Stelle wird es wieder Zeit, sich zu verabschieden. Hier oben gucken wir uns wann anders um, weil da kriegen wir auch noch eine Aufgabe, soweit ich weiß. Und ja, Bennerei liegt vor uns. Wollen wir doch beim nächsten Mal gucken, was hier so abgeht, ne? Tschüssi.